Wie ist denn die Erde entstanden? Ja, wollt ihr das wissen? Dann begrüßen wir jetzt mal Professor Dr. Jürgen Blum ganz dolle. Mal gucken, ob wir den auf die Bühne locken. Der wird euch das erzählen. Und wir freuen uns alle auf Ihre Vorlesung und möchten natürlich als allererstes mal wissen, wie sind Sie eigentlich Professor geworden? Wie wird man das? Wie kommt man dazu? Wie ist das gelaufen? Viel Spaß. Hallo Kinder, ich freue mich hier zu sein und ich habe noch nie eine Vorlesung vor so vielen Menschen gehalten, geschweige denn Kindern. Das ist was ganz Tolles und was ganz Neues für mich. Und ich glaube, ihr seid furchtbar neugierig. Wer ist neugierig? Super, ich bin das auch. Und deswegen bin ich Professor geworden, denn ich wollte immer schon wissen, wie die Erde entstanden ist. Ich wollte wissen, wie die Sterne entstehen, warum die leuchten, warum es Supernovae gibt, warum Galaxien, wie der Weltraum funktioniert. Schon als Kind, vielleicht in dem Alter der Älteren von euch. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, naja, um das rauszukriegen, muss man ja irgendwie Physik kennen. Also habe ich Physik studiert. Und dann habe ich auch noch Astronomie studiert. Astronomie ist also die Wissenschaft von Sternen und Galaxien und von Planeten. Und als ich damit fertig war, dachte ich, ja, das ist ja super. Das war ja noch besser, als ich mir das gedacht habe. Und deswegen habe ich gedacht, naja, guckst du mal, ob das auch als Beruf geeignet ist. Dann habe ich meinen Doktor gemacht in Physik, aber schon mit einem Thema, was sehr astronomisch war. Und das hat mir noch mehr Spaß gemacht. Es hat immer mehr Spaß gemacht, je länger ich dabei war, weil ich einfach ganz furchtbar neugierig bin und ich gemerkt habe, dass die Fragen, die ich habe, ich selbst eigentlich beantworten kann, indem ich daran arbeite. Und das will ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Und damit ich euch nicht zu viel verrate, ich werde euch heute zwar erzählen, was ich glaube, wie die Erde entstanden ist, aber so richtig wissen tun wir das nicht. Das heißt, wenn ihr so in ungefähr 10 Jahren an unsere Universität kommt, haben wir das immer noch nicht gelöst, kann ich euch versprechen. Und wenn ihr dann studiert habt und euch das auch noch interessiert, dann könnt ihr auch Physiker oder Astrophysiker werden und an dieser Frage, wie denn die Erde und die anderen Planeten entstanden sind, mitarbeiten. Und das würde mich total freuen, wenn einige von euch heute so die Anregung kriegen, in diese Richtung zu gehen. Deswegen machen wir das. Wir wollen euch motivieren, was es für tolle, spannende Themen an dieser Universität gibt. Okay, wir fangen an. Da kam gerade ein langweilig rein. Hast natürlich recht, wir wollen anfangen. Also, wie ist die Erde entstanden? Das will ich euch heute erzählen. Ich gebe euch erstmal eine Einführung. Was ist überhaupt die Erde? Die Erde ist nicht der einzige Planet in unserem Sonnensystem, das werde ich euch zeigen. Und dann gibt es nicht nur unser Sonnensystem, sondern noch ganz viele andere. Das will ich euch auch ganz kurz zeigen. Und dann im zweiten Teil will ich euch die 4 Phasen der Entstehung der Erde, das fängt nämlich mit ganz, ganz kleinen Staubteilchen an und endet dann bei der Erde, die will ich euch zeigen. Und zum Schluss fasse ich das noch zusammen. Okay, also lasst uns beginnen. Die Erde und die Planeten des Sonnensystems, unser Sonnensystem. Und auf dem Bild sehen wir natürlich gleich die Erde. Nein. Saturn. Da guckt ihr nicht richtig hin. Also wenn man genau hinguckt, da, seht ihr diesen Punkt da? Das ist die Erde. Wollen wir da mal reinzoomen? Machen wir das mal, ne? Gucken wir mal rein. Oh, da ist die Erde. Da ist der Saturn, das habt ihr genau richtig erkannt. Und da ist die Erde. Das hat nämlich ein Teleskop, ein Fernrohr, was um den Saturn fliegt, aufgenommen. Das hat einfach zurückgeguckt und hat die Erde gesehen als kleinen, blassen, blauen Punkt im Weltraum. Und unsere Erde ist vom Saturn aus gesehen furchtbar weit weg, deswegen ist das nur ein kleiner Punkt. Und wir können natürlich auch ein bisschen näher an die Erde ranfliegen, das ist ja ganz einfach, da sind wir ja. Und das hat auch ein Weltraumteleskop aufgenommen, das war eine Sonde, die zum Jupiter geflogen ist, die ist dann mal an der Erde vorbeigeflogen und hat aus einiger Entfernung die Erde und unseren Mond, der heute Morgen, ich weiß nicht, wie früh ihr aufgestanden seid, um 7 Uhr ist der Vollmond so kurz vorm Untergehen gewesen, haben wir das toll gesehen. Und hier seht ihr im richtigen Größenvergleich, keine Fotomontage, die Erde und unseren Mond. Und nochmal, ganz groß, das ist die Erde. Das Bild kennen wir natürlich alle. Ne? Wenn man genau hinguckt, sieht man hier ist Afrika. Ne? Das ist Afrika, da oben ist Europa, da irgendwo da am Rand sind wir gerade. Hier unten ist der Südpol. Das ist unsere Erde. Und wir interessieren uns dafür, wie ist denn diese große Kugel, die im Weltraum schwebt, um die Sonne kreist, wie ist die entstanden?
Und da fragen wir uns natürlich als erstes, woraus besteht denn die Erde? Wer weiß das? Darf ich mal hier fragen? Aus ganz kleinen Staubkörnchen, da wollen wir noch hin, das ist schon mal richtig. Was meinst du? Aus Wasser, natürlich. Ja, gehen wir noch zurück. Ne, das Blaue hier ist Wasser. Die Erde besteht aus Wasser. Aus was noch? Aus Gestein. Aus Gestein. Weiß noch jemand was? Vielleicht da hinten jetzt. Aus kaputten Sternen und aus kaputten Planeten. Sternen, ne? Das ist Material, was die Sterne gemacht haben. Nochmal hinten eine Antwort. Aus Wasser. Aus Wasser, ja. Hat man schon gehört. Weiß noch jemand was anderes? Aus Eisen. Aus Eisen. Ich glaube, das reicht uns an Antworten. Das war alles richtig. Und jetzt gucken wir mal, wie die Erde aufgebaut ist. Ne, das ist ein Bild aus einem Buch, aus einem Schulbuch vom Ernst Klett Verlag. Die Erde hat einen Kern, einen inneren und einen äußeren, die bestehen aus Eisen. Eisen und ein bisschen Nickel dabei, das ist auch ein Metall, was so ähnlich ist wie Eisen, also ganz viel Eisen, ein dicker Kern und dann aus einem Mantel und der Mantel besteht, wie ihr richtig gesagt habt, aus Gestein, aus Steinen. Und dann gibt es noch eine dünne Schicht, das ist die Kruste, die besteht auch aus Gestein und oben auf der Kruste drauf ist dann das Wasser, habt ihr auch gesagt, und ganz außenrum, was haben wir ganz außenrum? Luft, ne? Dann haben wir noch eine Atmosphäre. Aber ganz wichtig, die Erde ist also, wenn wir das zusammenfassen, ein Gesteinsplanet, der noch zusätzlich einen Metallkern hat. Und im Fall der Erde ist er ziemlich groß. Ist die Erde der einzige Gesteinsplanet in unserem Sonnensystem? Nein, die Frage wollte ich euch auch gerade beantworten. Nein, das sind alle Planeten in unserem Sonnensystem. Das ist jetzt auf Englisch da oben. Ihr kennt die natürlich, Merkur, Venus, hier ist die Erde, das ist der Mars, der Jupiter, der Saturn, den wir ja vorhin schon gesehen haben, Uranus und Neptun. Und wir haben vier Gesteinsplaneten, die inneren vier. Dann haben wir zwei große Gasplaneten und zwei, die sind viel größer als die Erde, aber kleiner als Jupiter und Saturn. Die nennen wir Eisplaneten, weil sie einen großen Anteil an Wassereis haben. Schauen wir uns nochmal die Gesteinsplaneten im Sonnensystem an. Also das ist der Merkur, der ist ziemlich klein, der ist kaum größer als unser Mond. Das könnt ihr hier sehen, die sind alle in der richtigen Größe dargestellt. Dann die Venus, die ist praktisch genauso groß wie unsere Erde, ein ganz kleines bisschen kleiner. Da ist nochmal die Erde und da ist der Mars, der ist auch nicht viel größer als der Merkur. Wir haben also vier Gesteinsplaneten und wenn wir verstehen wollen, wie die Erde entsteht, dann verstehen wir automatisch auch, wie die anderen Körper hier entstanden sind. Das ist das Schöne. Bezieht sich alles auf unser Sonnensystem? Nein. Seit ein paar Jahren, ne, genauer genommen seit 1995, also ein bisschen länger als ihr auf der Erde seid, aber noch gar nicht so richtig lange, wissen wir, dass es auch andere Sonnensysteme gibt. Jede Menge. Wir haben ungefähr 1000 andere Planeten mittlerweile entdeckt. Und auf dem nächsten Bild sind nur die Planetensysteme dargestellt, die mehr als einen Planeten haben. Unser eigenes Sonnensystem, wir blättern mal rückwärts, na, noch weiter rückwärts, hat 8 Planeten. Na, das sind 4 ziemlich klein und 4 sind relativ groß. Und hier sind alle, die wir jetzt kennen, die mehr als einen Planeten haben. Hier ist unser Sonnensystem nochmal mit seinen 8 Planeten. Und hier sind die anderen. Wir müssen gar nicht das lesen, können wir gar nicht. Aber wir sehen, die Größe zeigt, das ist der Jupiter. Da gibt es welche, ne, die sind ungefähr so groß wie der Jupiter. Und da ist die Erde, dieser kleine Punkt. Da gibt es auch welche, die sind so klein wie die Erde. Wir kennen also mittlerweile auch andere Sonnensysteme, die genauso aussehen wie unser Sonnensystem. Das heißt, wenn wir verstehen, wie die Erde entstanden ist, dann verstehen wir auch, wie die anderen Sonnensysteme entstanden sind. Das machen wir also nicht nur für uns, sondern wir verstehen viel mehr automatisch. So, das soll es schon als Einführung gewesen sein. Ein Punkt noch. Wie häufig kommen die denn vor? Das wissen wir mittlerweile auch. Hier ist aufgetragen, ist ein Diagramm. Wir Physiker machen gerne Diagramme. Hier ist aufgetragen, welcher Prozentsatz, welcher Anteil an Sternen, die man beobachten kann, Sterne am Himmel, Teleskop beobachtet, hingeguckt, sind da Planetensysteme. Das ist gar nicht so einfach, das ist ziemlich kompliziert sogar. Welcher Anteil an den Sternen, die man beobachtet hat, hat denn je nach Größe der Planeten, und die Erde hat die Größe 1 hier, ne, hier ist also die Erde, welcher Anteil an Sternen hat denn Planeten? Und da sehen wir,
Das sind Planeten, die ungefähr so groß sind wie die Erde. Da sind wir so ungefähr 17% aller Sterne, haben erdähnliche Planeten. Und der Anteil steigt so ungefähr auf 20%, wenn die Planeten ungefähr doppelt so groß sind wie die Erde oder dreimal so groß. Und bei den großen Planeten, Jupiter oder Neptun, die dann so 5 bis 10 Mal so groß sind wie die Erde, dann sinkt der Anteil auf ein paar Prozent, 2, 3%. Wir können also zusammenfassen aus dem ersten Teil, dass unsere Erde ein Gesteinsplanet ist, also ein Planet, der aus Gesteinskörnchen aufgebaut worden ist. Das werden wir gleich noch besser sehen. Dass er aber nicht alleine ist, dieser Planet, sondern allein in unserem Sonnensystem es 3 weitere gibt, nämlich den Merkur, die Venus und den Mars, aber auch ganz viele andere Planetensysteme. Und einige davon haben erdähnliche Planeten. Die sollten also genauso aufgebaut und genauso entstanden sein. Und das ist alles gar nicht so selten. Etwa jeder 5. bis 6. Stern, den wir am Himmel sehen, wenn er so ähnlich ist wie die Sonne, sollte also ein Planetensystem haben. Das wissen wir noch nicht ganz genau, aber wenn ihr dann an der Universität studiert, wissen wir schon viel mehr darüber und auf diese Frage können wir euch dann eine viel bessere Antwort geben. Gut, das war die Einführung. Jetzt wollen wir uns also anschauen, wie die Erde, ein Körper, der etwa 12.000 Kilometer groß ist, ist riesig, ne? Da braucht man im Flugzeug 2 Tage, um nonstop drüber zu fliegen, einmal rumzufliegen, wie man also einen Körper von 12.000 Kilometer Größe aus Steinen hinkriegt. Wir wollen also jetzt die Entstehung der Erde uns anschauen. Und dann gucken wir erstmal, was die Astronomen uns sagen. Astronomen sind also solche Leute, die auch Forscher sind, die interessieren sich auch dafür, wie die Erde entstanden ist und die gucken, ob irgendwo im Weltraum irgendwo anders eine Erde entsteht. Und diese Astronomen, die sagen uns, schaut in sogenannte protoplanetare Scheiben. Und heute werdet ihr noch ein paar solcher Ausdrücke hören. Das sind Fachausdrücke, die das angeben. Protoplanetar heißt, das ist griechisch, ne? Da ist noch nicht wirklich ein Planetensystem entstanden, aber es ist dabei zu entstehen. Und eine Scheibe ist klar, das Ding hat Scheibenform, so wie unser Sonnensystem auch. Und ein Beispiel einer protoplanetaren Scheibe seht ihr hier. Und zwar ist die Scheibe das dunkle, das schwarze Ding. Da ist ein Stern in der Mitte. Das ist sozusagen die Sonne, die da am Entstehen ist. Und außenrum ist diese dunkle Scheibe. Und diese dunkle Scheibe lässt kein Licht durch, denn hier sehen wir außenrum leuchtet was. Das nennen die Astronomen Molekülwolke, die wird angeleuchtet. Da sehen wir also einen hellen Hintergrund und diese dunkle Scheibe lässt kein Licht durch. Und die Astronomen sagen uns, diese dunkle Scheibe lässt deswegen kein Licht durch, weil da kleine Staubteilchen drin sind. Aber Astronomen können viel erzählen, die können ja da nicht hinfliegen, ne? Und gucken, diese Scheiben, die sind tausende von Lichtjahren weg. Glauben wir das denn? Also gucken wir bei unserem eigenen Sonnensystem. Und wirklich finden wir in unserem eigenen Sonnensystem aus der Entstehung noch kleine Staubteilchen, wenn wir Material von Kometen auffangen. Die sind nämlich so alt und so unverändert seit der Entstehung, dass sie diese Teilchen noch enthalten. Und hier ist ein Bild, das hat man durch ein Elektronenmikroskop gewonnen. Da ist man mit einem Flugzeug ganz hoch in der Atmosphäre geflogen und hat so eine Auffangfläche rausgehalten. Und es kommt nämlich ständig Material, auch von Kometen, auf die Erdatmosphäre herniedergeprasselt. Und diese Teilchen, die überleben das. Und die kann man auffangen und zurückbringen, um im Elektronenmikroskop studieren. Und daran sehen wir, und das stimmt völlig mit dem überein, was die Astronomen durch Beobachtungen sehen, dass ein Staubteilchen, und da habe ich mal eins eingekreist, ne, das ist ein Klumpen von Staubteilchen, das einzelne Staubteilchen könnte beispielsweise dieses Ding hier sein, und hier so ein Balken, der ist 1 Mikrometer klein, das ist 1/1000 Millimeter, dass solche Staubteilchen furchtbar klein sind. Kann man 1/1000 Millimeter mit dem Auge sehen? Nein, kann man nicht. Deswegen haben wir auch ein Elektronenmikroskop genommen. Aber wie klein 1/1000 Millimeter ist, will ich euch im nächsten Bild zeigen. Hier ist nämlich nochmal unser Staubteilchen. Und hier ist ein menschliches Haar. Ja, die Dinger, die wir auf dem Kopf haben. Wenn man die auch unter dem Elektronenmikroskop anguckt, dann sehen die so aus. Also das Haar ist furchtbar lang in dieser Richtung. Ne? Hier sehen wir den Durchmesser eines Haares. Da sind so Schuppen drauf. Und hier sind 10 Mikrometer. Ne? Hier ist einer. Und um das richtige Größenverhältnis darzustellen, habe ich das Bild einfach mal genommen und um einen Faktor 10 verkleinert. Da oben ist das Bild nochmal.
Unser Staubteilchen hier, da sehen wir da gar nicht mehr drauf. Es ist kleiner als dieser Laserpunkt. Und daran sehen wir, wie klein denn so ein Tausendstel Millimeter ist. Das würden wir hier gerade so als winzigen Punkt sehen. So klein sind die Staubteilchen und so klein ist die Erde mal gewesen. Es hat also angefangen mit Staubteilchen, die so klein waren, dass sie viel kleiner sind als ein Haar. Und wie viele braucht man denn da, um die Erde zu machen? Wisst ihr das? Viele. Viele ist die richtige Antwort. Ich habe es mal ausgerechnet. Da oben steht die Zahl. Man braucht 1 und dann kommen 40 Nullen. Könnt ihr nachzählen? Ich habe mich hoffentlich nicht vertippt, als ich das da gemacht habe. Also, 1 und 40 Nullen. Die deutsche Sprache hat nicht mal ein Wort für diese Zahl. Also wir können diese Zahl gar nicht irgendwie sagen. Also Fantastillion sozusagen. Aber die Mathematiker haben uns geholfen. Die haben nämlich dafür eine Abkürzung gemacht. Die nennen das 10 hoch 40. Das ist also eine 1 mit 40 Nullen. Unvorstellbar viele. Man braucht so viele von diesen Staubteilchen und muss die irgendwie zusammenbringen, um die Erde zu machen. Und wie das geht, das will ich euch jetzt zeigen. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Jetzt werden wir vier Phasen sehen. Die Staubkörnchen, die wir gerade eben gesehen haben, Tausendstel Millimeter klein, müssen irgendwie am Ende zur Erde werden. Ne? Das geht in vier Phasen. Und nochmal die Warnung, das ist ein Modell. Wir wissen das nicht wirklich, sondern wir forschen daran und glauben, das ist ein Weg, wie es gehen könnte. Das kann sein, wenn ihr an die Universität kommt und eine brillante Idee habt, dass ihr das alles über den Haufen werft und dann ganz andere vier Phasen kommen. Oder ihr es in einem Ruck schafft, die Erde zu machen. Heute ist das der Stand der Dinge. Also, ich präsentiere euch keine fertigen Lösungen, sondern nur eine Idee, wie es gehen könnte. Und wir arbeiten fest daran, diese Idee zu prüfen. Also, von Staubkörnern zu Staubklumpen ist unser erstes Thema. Wie macht man also das kleine Staubteilchen groß werden? Und dazu will ich euch das erste Experiment zeigen. Also, was ich hier habe, als erstes müssen wir mal hier eine Glasplatte. Und ihr seht, die ist relativ sauber. Ne? Keine Hexerei. Und als zweites mache ich eine Staubwolke. Könnt ihr die sehen? Eine Staubwolke. So, was ich jetzt mache ist, ich gehe mit der Glasplatte durch die Staubwolke hindurch. Habt ihr gesehen? Ich bin mit der Glasplatte durch die Staubwolke durchgegangen. Und was seht ihr jetzt hier? Wenn ich das nochmal hier hinhalte, die Glasplatte ist dreckig. Und ich kann die drehen und wenden, wie ich will. Ich kann die schütteln. Ihr seht, die bleibt dreckig. Das kriegt man nicht mehr sauber. Ich mache es nochmal, ne, damit es richtig dreckig ist. Also nochmal Staubwolke, einmal durch. Jetzt ist er richtig dreckig. Oh ja. Ne, ich schüttle ganz doll. Ich kann auch pusten. Nützt auch nichts. Ne? Das bleibt dreckig. Und das ist schon der erste Schritt, den wir benötigen, um zu verstehen, wie Planeten entstehen. Denn Staubteilchen sind furchtbar klebrig. Obwohl die aus Steinen bestehen. Ne? Wir haben vorhin gesagt, die Erde besteht aus Gestein. Das heißt, unsere Staubteilchen, die müssen auch aus Steinen bestehen. Kleine Steinklümpchen, und das Elektronenmikroskopbild hat das gezeigt, die haften aneinander. Und meine Arbeitsgruppe im Labor untersucht, warum die aneinander haften. Da gibt es ganz schwache Kräfte, die aber offensichtlich doch so stark sind, dass sie diese kleinen Staubteilchen haften lassen. Und was passiert also jetzt, wenn ich eine protoplanetare Scheibe habe und ganz viele, 10 hoch 40, ne, die 1 mit den 40 Nullen Staubteilchen drin habe? Hier seht ihr die 10 hoch 40 Teilchen, das sind natürlich viel weniger. Ne? Das haben Kollegen aus Tübingen und vom MIT in Boston in den USA mal simuliert. Das sind diese kleinsten Staubteilchen und ab und zu stoßen die mal zusammen und da die so toll pappen, wie wir gerade gesehen haben, da bilden die solche Klümpchen. Und jetzt gucken wir mal, jetzt warten wir mal 10 Jahre. 10 Jahre in der Wirklichkeit, das steht hier auf Englisch, 10 Jahre später. Das sind schon mehrere von diesen Klümpchen entstanden.
Und es sind viel weniger von den einzelnen Staubteilchen da. Und auch hier sehen wir gleich, diese zwei stoßen jetzt auch wieder zusammen. Und diese Kräfte, die da am Werke sind, die halten die einfach zusammen nach so einem Stoß. Jetzt ist ein größerer Klumpen entstanden und jetzt warten wir nochmal 10 Jahre. Also nochmal 10 Jahre gewartet, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und ihr seht, die kleinen Teilchen sind fast alle verschwunden. Es fliegen nur noch relativ große Klumpen durch die Gegend. Relativ große Klumpen. Und auch die stoßen wieder zusammen. Das geht zwar seltener, aber das bringt auch mehr, weil so zwei große Klumpen machen halt auch viel mehr Masse. Und auch die haften. Es sind also in den 20 Jahren, die wir jetzt gewartet haben, schon ziemlich große Klumpen entstanden, aber natürlich noch keine Erde. Vielen Dank. Das war eine Computersimulation. Und ihr habt ja vor 2 Wochen gelernt, wie Computer funktionieren. Die rechnen zwar richtig, aber die rechnen nur das, was man ihnen vorher sagt. Vielleicht war das alles Quatsch. Gucken wir mal, was im Labor passiert. Und wir haben ein Experiment gemacht. Wir sind in den Fallturm nach Bremen gegangen, in Schwerelosigkeit. Und hier sehen wir so kleine Klümpchen, links und rechts. Das ist ein Stereobild, ist egal, wo ihr hinguckt. Und ihr seht, die stoßen miteinander. Und wenn die stoßen, na, haben wir gerade hier gut gesehen, dann bleiben die auch aneinander pappen. Das stimmt also, was die Kollegen aus Tübingen und aus Boston, Massachusetts, dort simuliert haben. Kleine Staubteilchen, die stoßen miteinander und aufgrund der Kräfte, die wir gerade hier im Experiment gesehen haben, bleiben die aneinander pappen und wachsen. Das ist ein toller Prozess. Die Frage ist, kriegen wir die Erde damit hin? Und ich habe es euch ja schon gesagt, wir brauchen 4 Stufen. Die Antwort ist ganz klar, nee, das klappt nicht, weil, und das sehen wir jetzt im nächsten Film, auch im Experiment, das ist 2 Zentimeter groß, dieser Staubklumpen und der auch, da fliegt ein bisschen Staub weg, das seht ihr. Die stoßen miteinander und die haften nicht mehr. Könnt ihr sehen? Die fliegen wieder auseinander. Wir sehen es gleich nochmal. Wenn diese Staubklumpen also eine gewisse Größe erreicht haben und die sind 2 Zentimeter groß, diese Größe reicht offensichtlich, dann pappen die nicht mehr aneinander. Jetzt sehen wir es nochmal. Hier nähern sie sich jetzt an und jetzt stoßen sie und jetzt fliegen sie einfach wieder auseinander. Also, so können wir die Erde nicht machen. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, aus dem Labor ein Modell zu machen. Und unser Modell sagt, maximal, bestenfalls, unter den besten Umständen, kriegen wir Zentimeter große Teilchen hin. Also aus den 10 hoch 40, ne, diese 1 mit 40 Nullen, tausendstel Millimeter kleinen Dingen haben wir immerhin schon Dinge von 10 Millimeter, nämlich einem Zentimeter Größe gemacht. Also, das ist unser erstes Ergebnis. Aus den 10 hoch 40 Staubteilchen, die so klein sind, sind jetzt also Staubklumpen geworden, die einen Zentimeter groß sind, braucht man immer noch so viele. Das ist eine 1 mit 28 Nullen. Auch dafür haben wir kein Wort in der deutschen Sprache. 10 hoch 28, eine 1 mit 28 Nullen. Wir haben also jetzt schon einen guten Weg gemacht, aber wir wollen die Erde machen und die Erde hat 10.000 Kilometer, da fehlt noch einiges. Wir müssen also einen nächsten Schritt dranhängen. Es pappt einfach nicht weiter. Und der nächste Schritt heißt von Staubklumpen zu Planetesimalen. Und da kommt unser nächster Fachbegriff, Planetesimal. Das sagen die Astrophysiker oder Astronomen zu furchtbar kleinen Planeten. Wir meinen damit Körper, die ungefähr 10 Kilometer Größe haben. Kann 1 Kilometer sein, können 100 sein, ungefähr 10. Also, wir wollen uns jetzt anschauen, was passiert, wenn ich 1 Zentimeter große Staubklumpen habe. Wie kriege ich denn die dazu, ein paar Kilometer groß zu werden? Und das ist jetzt ein ganz komplizierter Prozess. Und da zeige ich euch dann auch gleich das Experiment mit den Luftballons hier. Dazu muss man Folgendes wissen. Wir haben ja vorhin das Bild der Astronomen von den protoplanetaren Scheiben gesehen. In der Mitte ist die Sonne. Die ist zwar noch ein bisschen am Entstehen, aber die ist schon fast da. Und außenrum war diese dunkle protoplanetare Scheibe, also eine Staubwolke. Aber diese Staubwolke enthält auch Gas. Und wenn ich da 1 Zentimeter große Staubklumpen drin habe, dann wollen die gerne, so wie die Erde um die Sonne, auf so einer
Kreisbahn laufen. Aber das Gas erlaubt das nicht. Das Gas bremst die und deswegen spiralen die nach innen. Und das ist doof, denn wenn die nach innen spiralen, dann fallen die in die Sonne und die Sonne schmilzt die und verdampft die und weg sind sie. Ich kann keine Planeten machen. Wie komme ich denn jetzt, und das ist wirklich ein großes Problem in der Wissenschaft, das haben wir viele Jahre diskutiert, wie komme ich jetzt von Zentimetergröße zu diesen kilometergroßen Körpern? Und die Lösung ist die, dass die Natur ab und zu mal dem Zufall eine Chance gibt. Die Natur erlaubt also, und das ist das nächste Bild, passt auf, was jetzt passiert, ab und zu mal, dass sich solche 1 Zentimeter Staubklumpen zusammenfinden. Zu so einer Horde, eine Bande. Ne? Die gruppieren sich zusammen. Das passiert zufällig. Und wenn sie das machen, wenn sie sich zufällig zusammenfinden, dann merken die plötzlich, ach, gemeinsam ist es ja viel schöner. Wir bleiben zusammen, denn wenn wir zusammen um die Sonne uns bewegen, dann ist das Gas gar nicht mehr so schlimm. Das kann uns ja plötzlich gar nicht mehr abbremsen, denn wir sind ja zusammen, wir haben ja zusammen viel mehr Schwung und bieten dem Gas viel weniger Angriffsfläche. Wir laufen auf einer Kreisbahn. Und das hat zur Folge, dass diese Gruppe an Staubklumpen weiter wächst. Die sammelt alles ein, was auf der Bahn ist. Nämlich, wenn dieses Teilchen hier rein spiralt, gehen wir der Bahn nach, dann trifft dieses Teilchen an dieser Stelle auf die Kreisbahn. Und an dieser wird es diese Kreisbahn wieder verlassen, aber die sind auch viel schneller auf ihre Kreisbahn. Die holen dieses Teilchen also ein und sammeln es einfach auf. Und diese Gruppe an Staubklumpen wird immer größer und immer größer und immer größer. Das ist also ein Prozess, der erst vor ein paar Jahren entdeckt worden ist, der dazu führt, dass solche Haufen an Staubklumpen weiter wachsen. Und dass das auch wirklich funktioniert, wollen wir jetzt in einem Experiment zeigen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, jetzt dürft ihr auf die Luftballons schauen. Was wir hier machen, während das jetzt hier aufgebaut wird, ist, wir lassen so einen Klumpenhaufen, ne, das ist sowas, das sind diese vielen blauen Luftballons, die haben wir nur aneinander gebunden, also selbst ohne Faden. Jeder einzelne Luftballon ist genauso schwer wie der einzelne Luftballon, der da unten drunter hängt. Wir ziehen also jetzt den Klumpen, den ihr gleich sehen werdet, diesen Klumpen hier, hoch. Und da haben wir mit einem ganz leichten Faden, der hat überhaupt kein Gewicht, haben wir einen einzelnen Luftballon unten dran gehängt. So, jetzt halten wir noch mal einen Augenblick inne. Jetzt sehen wir das hier im Schatten. Ne, da hinten sehen wir es auch. Hier hängt also unser Klumpen und hier hängt unser einzelner Luftballon. Und jetzt ziehen wir das gleich hoch. Und wenn das oben angekommen ist, löst sich das aus. Da fällt also der Klumpen runter und der Einzelne, der hängt unten dran, der fällt auch runter. Und da müsst ihr genau hinschauen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann werdet ihr sehen, der Klumpen fällt schneller als der Einzelne. Wollen wir das mal machen? Na, dann machen wir das mal. Gucken wir mal, ob es auch wirklich stimmt. Wir ziehen das jetzt mal hoch. Und Achtung, gleich geht's los. Habt ihr gesehen? Jetzt hat er ihn eingeholt. Und vielleicht kann uns die Regie da mal die Wiederholung einspielen. Passt mal auf, jetzt sehen wir da gleich hier auf diesem Bild eine Wiederholung, wenn das denn klappt, während meine Kollegen das nochmal aufbauen. Oh, vielleicht dauert es einen Augenblick, wir warten. Also was wir gesehen haben ist, der Haufen an Staubklumpen, ne, unser blauer Luftballon ist ein Staubklumpen, jetzt sehen wir es hier. Passen wir nochmal auf, die Wiederholung. Hier ist also der Staubklumpen, jetzt fällt er runter und hier hat er den einzelnen Luftballon eingeholt. Also der Haufen an Luftballons, das ist der Haufen an Staubklumpen, fällt schneller nach unten als der einzelne, obwohl die Erdanziehungskraft, die das hier nach unten treibt, für jeden einzelnen dieser Luftballons im Haufen genau die gleiche ist wie für den einzelnen Luftballon. Aber weil die zusammen sind, sind die schneller und holen den einzelnen ein. So, wir machen es nochmal. Ich gehe mal auf die andere Seite. Wir ziehen also wieder hoch. Und wenn es oben angekommen ist, passt auf, dann löst das automatisch aus. Und jetzt fällt es und wiederum hat der große Klumpen den kleinen eingeholt. Ja, vielen Dank.
Das war toll, oder? Das haben die gut gemacht? Ja. Einmal klopfen. Vielen Dank. Also, wir haben genau das gesehen. Das ist unser Haufen an Luftballons. Der fällt schneller als der einzelne Luftballon. Und wenn der einzelne auf derselben Bahn ist, dann wird er eingeholt und dann bleibt er bei dem Haufen dabei. Also, das Experiment haben wir gesehen. Hier sind wir jetzt. Und dieser Prozess, ne, dieses Phänomen, dass der Haufen an Staubklumpen jeden einzelnen Staubklumpen, der da rumfliegt, einholt und aufsammelt, führt dazu, ne, dass der ursprüngliche Haufen, der kriegt immer mehr an 1 Zentimeter großen Staubteilchen. Und dann kommt es so, dass die Schwerkraft, die Gravitation, das ist wieder ein Fachwort, die Schwerkraft aller dieser Staubklumpen zusammen plötzlich so stark ist, dass die einzelnen Mitglieder, nämlich diese Staubklumpen von Zentimetergröße, nicht mehr weg können. Der hält einfach diesen Körper zusammen und dann entstehen etwa 10 Kilometer große Planetesimale. Das ist ein Prozess, den wir erst seit ein paar Jahren kennen und wir sind im Labor intensiv dabei zu studieren, ob das auch, dieses immer noch recht einfache Bild, ob das überhaupt stimmt. Wenn es stimmt, dann haben wir jetzt im zweiten Ergebnis, können wir jetzt festhalten, wir haben angefangen mit einem Zentimeter großen Staubklumpen, das waren immer noch furchtbar viele, 10 hoch 28 oder eine 1 mit 28 Nullen. Jetzt sind aus diesen 10 hoch 28 Staubklumpen 1 Milliarde, das ist nur noch eine 1 mit 9 Nullen und dafür haben wir auch ein Wort in der deutschen Sprache, nämlich die Milliarde, 1 Milliarde sogenannte Planetesimale von 10 Kilometer Größe geworden. Jetzt sind wir schon ganz beachtlich groß. Wie geht's weiter? Leider macht der Prozess nichts Größeres. Wir müssen also jetzt einen dritten Schritt anfügen. Einen dritten Schritt, der uns von 10 Kilometer Größe zu, und jetzt kommt wieder ein Fachausdruck, zu planetaren Embryos kommt. Embryo, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist etwas, das will ein Mensch werden. Und wenn man ein planetaren Embryo hat, dann ist das etwas, das wird mal ein Planet. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir haben also 1 Milliarde von diesen 10 Kilometer großen Körpern, die, wenn sie die Erde machen wollen, jeder auf seiner Umlaufbahn um die Sonne laufen, um die junge Sonne. Und da das ganz viele sind, 1 Milliarde ist immer noch eine ziemlich große Zahl, passiert es, dass es ständig zu Stößen zwischen diesen Körpern kommt. Und die sind jetzt 10 Kilometer groß und die sind an sich ja schon durch die Schwerkraft entstanden. Und wenn die stoßen, dann wirkt die Schwerkraft so, dass sie immer zwei dieser Körper miteinander verschmelzen lässt. Und vielleicht gucken wir uns einen lustigen Film an. Jeder dieser Planetesimale ist jetzt ein Würfel, so ein richtiger Würfel, wie wir den von Spielen kennen. Die vorne sitzen, sehen das schon und manchmal fliegt so ein richtig großer durchs Bild. Hier kann man das ganz gut sehen. Und diese Würfel, die hat man einfach 10 Kilometer groß gemacht. Es ist wieder eine Computersimulation, glaubt also nicht, was ihr da seht. Seht, da wachsen so, in den Stößen wachsen die zusammen. Und jetzt wird plötzlich die Schwerkraft auch noch stärker gemacht, sehen wir jetzt gleich, und dann fällt alles zusammen. Zum. Ein großer Körper entstanden. Und da regnen lauter kleine Würfel obendrauf. Und die Schwerkraft, die hält die einfach unten. Wenn die draufprallen, dann wollen die zwar wieder weg und die hüpfen auch mal hoch und runter, seht ihr, da ist gerade einer hoch und runter gehüpft, aber die Schwerkraft hält die zusammen. Wenn diese staubigen Körper erstmal die Größe von 10 Kilometern erreicht haben, gibt es kein Zurück mehr. Jeder der Stöße zwischen diesen führt dazu, dass am Ende etwas Größeres rauskommt. Hier haben wir also schon einen planetaren Embryo aus lauter kleinen 10 Kilometer großen Würfeln, Spielewürfeln gemacht. Ziemlich große Würfel. Vielen Dank. Jetzt gibt es aber noch einen Effekt, den will ich euch nicht vorenthalten und da kommen wir gleich zum dritten Experiment heute, was wir euch gleich zeigen werden. Dieser Effekt nennt sich Gravitationsfokussierung. Das ist jetzt nicht nur ein Fremdwort, das sind gleich zwei.
nämlich Gravitation, das wisst ihr, das heißt Schwerkraft, und Fokussierung heißt Bündelung. Das ist ein Effekt, der dazu führt, wenn die Körper erstmal ein bisschen größer geworden sind, dass sie noch viel schneller groß werden. Und das funktioniert so. Wenn ich hier einen Körper habe, der schon ein bisschen groß ist, wie am Ende dieser Superwürfel, der aus den vielen kleinen Würfeln bestand, und ein kleiner Körper kommt und der will eigentlich daran vorbeifliegen, dann verhindert die Schwerkraft dieses großen Körpers, dass er daran vorbeifliegt, lenkt ihn um und er prallt einfach drauf. Und das wollen wir euch in einem weiteren Experiment jetzt zeigen. Also wir gucken uns jetzt an, ne, noch ein Experiment. Das haben wir extra für heute gebaut, um euch diesen Effekt zu zeigen. Hier sehen wir also die Erde und hier am anderen Ende, das seht ihr gleich rollen, rollt gleich ein solcher Körper. Und jetzt lassen wir mal die Schwerkraft ausgeschaltet. Und da rollt er irgendwie kreuz und quer, ne? Rollt an der Erde vorbei. Ne? Also die Bahn ist wie die gepunktete hier. Die Erde ist noch nicht groß genug, die Schwerkraft der Erde reicht noch nicht aus. Und jetzt schalten wir mal die Schwerkraft ein. Jetzt haben wir die eingeschaltet. Oh, habt ihr das gesehen? Wollen wir es nochmal machen? Oh, plötzlich fliegen die hier um die Kurve. Ist ein Magnet? Ja, gut, also wir haben ein bisschen getrickst. Hier vorne ist man schon drauf gekommen. Ne? Wir können natürlich kein Schwerkraftexperiment machen. Dazu braucht man große Körper. Die Schwerkraft ist nämlich nur stark, wenn die Körper groß sind. Wir haben die Schwerkraft der Erde durch ein Magnetfeld ersetzt. Wir haben da viele kleine Magnete eingebaut und ihr habt den Effekt ganz toll gesehen. Denn wenn der Körper jetzt hier geradeaus will, da zieht das Magnetfeld, aber in Wirklichkeit bei den Körpern, die uns interessieren, die Schwerkraft, die kleineren um die Ecke. Und deswegen wächst ein großer Körper schneller als ein kleiner. Es ist so aus, wenn der Körper 10 Kilometer groß ist, dann bewirkt der Effekt, den wir gerade beschrieben haben, dass er immer noch 10 Kilometer groß ist. Dann nützt er nichts. Wenn er 100 Kilometer groß ist, nützt er auch nichts. Erst ab 1000 Kilometer fängt dieser Effekt an zu wirken. Wenn also ein Körper etwa 1000 Kilometer erreicht hat, dann sieht er für die kleinen Körper so aus, als wäre er 1200 Kilometer groß. Und für die noch größeren, die Erde sieht riesig aus im Sinne der Gravitation. Und das Ergebnis dieser Phase der sogenannten Gravitationsfokussierung ist das, dass aus den 1 Milliarden Planetesimalen, die ja ursprünglich, wie wir wissen, 10 Kilometer groß waren, nun nur noch 100 sogenannte planetare Embryos von etwa 2500 Kilometer Größe geworden sind. Also so groß wie der Mond ungefähr, aber nicht der Mond selbst. Und jetzt brauchen wir noch den allerletzten Schritt, den wir machen müssen, um die Erde zu machen. Wir sind jetzt bei 100 planetaren Embryos gelandet und wollen die Erde machen. Jetzt habe ich mal statt 100 so ungefähr 10 hier eingemalt. Also jeder dieser Körper ist ein planetarer Embryo. Jeder dieser Körper hat etwa 2500 Kilometer Größe. Und die fliegen alle wiederum schön auf Kreisbahnen um die jetzt schon junge Sonne. Die Sonne ist also schon da. Und das Gas ist weg und das bremst auch nicht mehr. Warum wächst jetzt eine Erde aus diesen 100 Körpern? Dazu nehmen wir jetzt mal aus diesen paar Bahnen mal zwei raus. Mal eine und hier noch eine. Und jetzt gucken wir uns an, welche Wirkung über die Schwerkraft, aber über ganz große Entfernungen, dieser Körper auf diesen hat. Wenn wir jetzt eine Weile warten, dann wird aus der Kreisbahn des äußeren Körpers eine Ellipsenbahn. Noch ein Fremdwort. Also die Bahn hier ist kreisförmig geblieben, die hier außen ist, was wir Physiker oder auch die Mathematiker Ellipsen nennen, ne, ist eiförmig. Ist einfach eine schiefe Bahn geworden. Und noch ist da nichts passiert. Erst wenn wir noch ein bisschen warten, wird die Bahn noch elliptischer. Ne, diese ursprüngliche Kreisbahn ist ja ziemlich eierig. Und da habe ich schon eine Stelle eingemalt. Wenn beide Körper an der Stelle sind, dann knallen die dort aufeinander. Und noch schlimmer wird es, wenn die Bahn noch eieriger werden kann. Ne, dann knallen die sogar an zwei Stellen aufeinander mit noch größerer Geschwindigkeit. Und es wird noch wahrscheinlicher. Und das passiert aus diesen 100 planetaren Embryos werden durch solche Kollisionen an solchen Treffpunkten der Bahnen
weil die Bahnen nicht mehr kreisförmig, sondern durch die Störung der Schwerkraft über ganz große Entfernungen so eiförmig werden, werden bei jeder Kollision die Körper größer durch die Schwerkraft, wie wir das vorhin gesehen haben. Am Ende bleibt ein einziger Planet übrig. Ein einziger Planet, und der hat die Größe von etwa 10.000 Kilometern und die Erde hat 12.000, ist also ungefähr die gleiche Größe. Und dieser Planet ist ein erdähnlicher. Das war's schon. Jetzt fasse ich nochmal zusammen, damit ihr auch die Fragen am Ende auf den Postkarten beantworten könnt. Und eine Sache mache ich jetzt noch zusätzlich. Ich sage euch noch, wie lange das alles dauert. Also, wir gucken mal, was wir heute gelernt haben. Wir haben angefangen damit, dass wir uns die Erde angeguckt haben. Ihr habt völlig richtig gesagt, die Erde besteht aus Gesteinen und Eisen und Wasser und Luft. Wir fangen also mit kleinen Staubteilchen an, die alle diese Komponenten, nämlich Wasser und Luft und Eisen, enthalten. Das packen wir alles in die Staubteilchen. Wir brauchen eine ziemlich große Zahl, nämlich eine 1 mit 40 Nullen von diesen ganz, ganz kleinen Staubteilchen, um am Ende eine Erde zu machen. Und dann haben wir gesehen, die haften gut aneinander und es entstehen 10 hoch 28, also eine 1 mit 28 Nullen Staubklumpen von einem Zentimeter Größe. Das Experiment war das, was wir hier gezeigt haben. Der Staub, der haftet ganz dolle. Und dieser Prozess, das kann man in Computersimulationen ausrechnen, dauert etwa 1000 Jahre. Wir haben vorhin einen Film gesehen, der hat 20 Jahre gedauert, da war schon ein bisschen was gewachsen. Wenn man diesen Film über 1000 Jahre laufen ließe, würden die Zentimeterteilchen wachsen. 1000 Jahre, das klingt furchtbar lang, aber für kosmische Verhältnisse ist das ganz kurz. Dann haben wir gesehen, braucht es einen Prozess, den wir mit diesen Luftballons hier mal dargestellt haben. Diese zentimetergroßen Staubklumpen, die finden sich zufällig zusammen und finden das ganz toll, weil sie dann plötzlich schneller sind und alle kleinen Staubklumpen einsammeln und viel größer werden. Und dann diese 10 Kilometer großen Planetesimale, und zwar 1 Milliarde an der Zahl, um die Erde zu machen, bilden. Und dieser Prozess geht ganz schnell, der dauert nur noch 100 Jahre. Der geht also wie ein Augenzwinkern schnell für kosmische Verhältnisse, aber wir wissen nicht, wann der passiert. Das kann sein, dass nach den 1000 Jahren man auch 1 Million Jahre warten muss, bis es passiert. Das wissen wir noch nicht. Also eine der Fragen, die ihr in Zukunft beantworten müsst, ist, wann passiert das denn? Wenn man erstmal diese 10 Kilometer großen Körper hat, die Planetesimale, dann muss man 100.000 Jahre warten, das ist schon ziemlich lange, bis man die 100 planetaren Embryos von 2.500 Kilometer Größe hat. Und dann geht es ganz, ganz langsam. Es dauert ungefähr 30 Millionen Jahre, bis dann die Erde entsteht. Und das ist ein ganz, ganz langer Zeitpunkt. Wir haben also heute, und das ist jetzt mein letzter Satz, bevor wir die Fragen zulassen, heute gelernt, wie die Erde entsteht. Sie entsteht, und das solltet ihr mitnehmen, aus kleinen Staubteilchen, über viele komplizierte Prozesse und ganz wichtig, was ihr unbedingt mitnehmen sollt, das ist unser Modell. Wir glauben, dass es so ist. Wir haben sozusagen wissenschaftlich erforscht, dass es so sein könnte. Wissen tun wir das nicht. Vielen Dank. So. Ihr macht das super, ihr bleibt nämlich alle noch sitzen, es kommt ja noch ein bisschen was. Erstmal die Sache, wer hat noch Fragen? Ein paar kriegen wir in der großen Runde. Du hast dich ganz schnell gemeldet. Ich wollte fragen, wie lange noch die Erde weiter lebt. Oh, das ist eine tolle Frage. Also, falls ihr es nicht gehört habt, wie lange lebt die Erde denn noch weiter? Die Erde an sich ist stabil. Von sich aus würde die Erde noch ewig leben. Es gibt also nichts, was die Erde von innen heraus kaputt macht. Aber leider ist die Lebensdauer unserer Sonne begrenzt. Unsere Sonne wird irgendwann ausgehen. Und bevor sie ausgeht, wird sie blöderweise ganz, ganz groß. Sie wird also so groß, dass sie beinahe bis an die Erdbahn ranreicht. Und wir wissen nicht genau, was dann passiert. Ob die Erde verschluckt wird oder ob sie einfach verbrennt von außen, ob sie furchtbar heiß wird. Es wird also für die Menschheit ein Ende geben. Aber die gute Nachricht ist, das dauert noch sehr, sehr lange. Also, das dauert noch ein paar Milliarden
Jahre. Wir müssen also keine Angst haben, dass von innen raus die Erde kaputt geht. Gut, du hast noch? Wie sind dann die anderen Planeten entstanden? Wir haben das ja jetzt nur so für die Erde gerechnet, oder? Oh ja, super Frage. Also, die Frage war, wie die anderen Planeten entstanden sind. Alles das, was wir jetzt heute besprochen haben, gilt für den Merkur, die Venus, die Erde und den Mars und alle erdähnlichen Planeten, die irgendwo anders im Weltall entstehen, aber nicht für den Jupiter und den Saturn und auch nicht so richtig für den Uranus und den Neptun. Bei Jupiter und Saturn streitet man sich. Da gibt es zwei Schulen. Die eine behauptet, naja, der Jupiter, da entsteht halt so eine große Erde, die ist vielleicht 10-mal so schwer oder 3-mal so groß wie die Erde ungefähr. Und wenn die dann so groß gewachsen ist, das ist der gleiche Prozess, ist einfach mehr Material da, dann saugt die sich eine riesen Atmosphäre auf und wird dann der Jupiter. Und die andere Schule sagt, nee, so geht das nicht. Da gibt es nämlich Probleme. Das dauert viel zu lange. Der Jupiter hat nämlich keine 30 Millionen Jahre Zeit, seine dicke Atmosphäre aufzusammeln. Die andere Schule sagt, nee, der Jupiter ist sowas wie ein ganz, ganz kleiner Bruder der Sonne. Der ist so entstanden wie die Sonne, nämlich nur aus Gas. Und wir wissen heute nicht, was die Lösung ist. Und deswegen kann ich die Frage auch nicht wirklich gut beantworten. Entschuldigung. Und noch eine Frage? Wächst die Erde immer noch? Ja, die Erde wächst jeden Tag. Wir haben ja auch ganz vorhin diese Staubteilchen gesehen, die wir aufsammeln in der Atmosphäre. Und nicht nur kleine Staubteilchen regnen die ganze Zeit runter, sondern ab und zu fällt einmal ein Meteorit vom Himmel. Das habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen. Ne? Meteoriten sind Steine, die vom Himmel fallen. Und durch diesen Prozess wächst die Erde. Aber das ist zwar in Tonnen ausgedrückt, jedes Jahr eine riesige Zahl. Es tut mir leid, ich kann sie nicht auswendig sagen, wie viele Tonnen es sind. Es sind viele. Aber die Erde wird dadurch nicht wirklich größer. Also das Wachstum vom Staubteilchen bis zu den 12.000 Kilometer, die die Erde heute hat, ist nahezu abgeschlossen. Das, was sie weiter wächst, ist völlig vernachlässigbar. So, ihr merkt, es gibt heute noch ganz viele Fragen, aber das klingt echt danach, als ob ihr auch noch alle richtig viel dazu forschen könnt, ohne jetzt Professor Blum irgendwas an Forschung wegzunehmen. Ich glaube, es sind noch so viele Fragen, die erforscht werden können. Da könnt ihr auch prima mit einsteigen. Bevor ihr alle geht, noch ein paar Sachen, also noch sitzen bleiben. Denkt gleich an eure ganzen Schals, Handschuhe, Mützen, dass ihr nichts irgendwie vergesst. Und am besten gebt ihr das nächstes Mal einfach Mama und Papa in die Hand. Sollen die drauf aufpassen? Ist doch viel einfacher. Wenn es dann nämlich weg ist, dann seid ihr das nicht gewesen, sondern Mama und Papa. Ne? So Tipp unter uns, müsst ihr ja nicht sagen, dass der von mir kommt. Ihr bleibt ruhig noch sitzen. Ihr kriegt am Ausgang wieder die Quizkarten, also mitmachen. Gerne auch unseren Fragebogen ausfüllen. Aber jetzt kommt ja noch das ganz Wichtige. Wir haben ja immer ein Dankeschön für alle die sich trauen, eine Vorlesung hier vor so vielen Kindern zu halten. Und ich finde, dass wir uns nicht nur ganz kräftig bedanken, sondern vielleicht auch das ganze Team von Professor Blum mal nach vorne bitten. Das haben nämlich ganz viele diesen schönen Luftballonklumpen gebaut und hier ja, Vorbereitungen gemacht und Ähnliches. Und vielleicht holen Sie einfach mal Ihr Team mit nach vorne und dann können wir uns bei allen gemeinsam bedanken. Das mache ich, vielen Dank. Mal. Nämlich ganz viele mitgeholfen. Und euch zeige ich so nebenher, das ist unsere Kinder-Uni-Trophäe. Vielleicht finden Sie einen Platz im Büro. Oh, vielen Dank. Kriegen nur diejenigen, die hier auch wirklich eine Vorlesung gehalten haben. Und jetzt dürft ihr euch nochmal ganz dolle bedanken. Und wer dann noch Fragen hat, kommt nach vorne. Also nochmal das Team. Heute anwesend waren Ingo von Borsel, René Weitling und Daniel Heißelmann, aber gestern haben noch viel mehr Leute hier geholfen, Luftballons aufblasen, das Ausprobieren, das war gar nicht so einfach, man kommt nämlich nicht an die Decke hier ran. Also ein herzliches Dankeschön an mein gesamtes Team, nochmal ganz laut klopfen. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ihr wart ganz toll, ihr wart nämlich ganz leise, meine Studierenden, die sonst hier sitzen, sind viel lauter, ja, ihr könnt das viel besser. Klasse, und ihr seid alle willkommen hier vorne. Kommt nach Gut, vorne. Wer Fragen hat, kommt nach vorne. Alle anderen langsam runtergehen, nicht rennen, vergesst nichts und ein schönes Wochenende.